du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elex 2. Dem einen, der die Peps besorgen wollte, war der nicht hier? Der ist auch ein Bastard. Ich verstehe gar nichts, was die labern. Ja, wir begleiten gerade den guten alten Ivan auf seinen Weg zurück in die Höhlen von seinen Stammrudel, whatever. So. Morkons, genau so hießen die Typis. Haha, zu den Morkons geht es heute. Ja, und wir sollen jetzt hier gerade ein bisschen was kochen. Ich hier benutze meinen Herd. Warum wir das nicht am Lagerfeuer machen, ist mir natürlich ein Rätsel. Ja, guck mal, wir können was kochen. Guck mal, hier zubereiten. Haben wir gerade Dampf ausgeatmet? Den Rauch? Hallöchen. Hier, deine Portion. Ah, das riecht ausgezeichnet. Und schmecken wird's mir auch. Hau dich ruhig aufs Ohr. Ich übernehme die erste Wache und halt das Feuer warm. Morgen früh ziehen wir weiter. Gute Nacht. Gut, dann schlafen bis zum nächsten Morgen kommen. Schlafen. Erst was bedeutet die zweite Wache oder was? Hoffentlich ist er noch da. Hoffentlich ist er jetzt nicht einfach abgehauen. Weiter geht's. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Und? Ausgeschlafen? Ich habe die zweite Wache mit übernommen. Wollte dich nicht wecken. Hast unverständliches Zeug im Schlaf geredet. Da dachte ich mir, die paar Extrastunden Schlaf schaden dir sicher nicht. Bin aber nicht müde. Von mir aus können wir aufbrechen. Der Mann hat die ganze. Der Mann war gestern den ganzen Tag wach gewesen, war jetzt die ganze Nacht wach gewesen. Der muss doch verdammt müde sein eigentlich. Egal. Lass uns weiterziehen. An mir soll's nicht scheitern. Auf geht's. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich ehrlich werden muss. Wie meinst du das? Du wirst nicht viele Morkons finden, die von meinem Schlag sind. Sich mit mir abzugeben, bedeutet in Schwierigkeiten zu geraten. Warum? Ich handle nicht nach den göttlichen Geboten Ravaks. Das bedeutet? Ich treibe Handel mit anderen, obwohl es uns Morkons verboten ist. Der eigentliche Auftrag lautete, Reisende zu überfallen und ihnen ihre Sachen abzunehmen. Danilo und ich haben das auch eine Zeit lang gemacht, aber es fühlte sich falsch an. Habt ihr sie umgebracht? Ja, wir Morkons sehen im Tod nichts Schlechtes. Der ewige Stillstand ist ein Geschenk. Aber anders als Außenstehende müssen wir uns den Tod... Ah, scheiße. Es geht los. Ja, hab ich das schon gemerkt. Wow, scheiße. Ich bloß in Ruhe, ich geh dir in die Eier. Bam. Ah, genau. Aber anders als Außenstehende müssen wir uns den Tod verdienen. Zumindest die meisten. Einige Ungeduldige bringen sich auch einfach selbst um. Verrückter Haufen. Ja, das sind wir. Ist jetzt nicht unbedingt eine Fraktion, der ich beitreten wollen würde. Sag mal, tritt uns doch bei. Gibt sicher einiges, was wir dir beibringen könnten. Ich meine, solange diese Möglichkeit noch besteht. Denn wenn das Kräfteverhältnis zwischen unseren Abwerbern und Resistenten ins Ungleichgewicht gerät, könnte es zu spät sein. Also, was sagst du? Konzentrieren wir uns auf den Weg, der vor uns liegt. Kein Ja, aber auch kein Nein. Das reicht mir. Ich habe extra gesagt, dass ich keinen Bock habe, den Spinnern beizutreten und jetzt bietet jemand das sogar noch an. So langsam nähern wir uns der Heimat. Ist das ein Problem? Das wird sich zeigen. Boah. Die One-Hit mich bestimmt, ne? Oh, aber der hat eine gute Axt. Eine sehr gute Axt, wie ich schon sehe. Du lernst mich gleich kennen. Banditen oder was? Sehr schön. Ey, der hat mich mitten aus der Luft rausgepflückt. Wie konnte ich da wieder... Ey. Ach, scheiße. Heavy,
Warte kurz. Bogen. Jetzt rechnen wir. Au. Du kriegst mich niemals lebend. Ich hab gesagt, dass du mich sicher erwischen wirst. Erwischt, ich habe ihn getroffen. Junge, Junge, Junge. Macht's mir echt nicht leicht, ne? Zeug rum, das holen wir uns mal mit. So. Gib mal her, was hier drin ist. Nämlich alles mit. Muckefuck. Nicht trödeln. Ja, keine Sorge, ich komm schon. Warte, ich sehe noch ein Kreuz. Warte, warte, da haben wir noch einen Gegner. Warte mal. Da. Du, mitkommen. So. Da speichere ich, ich hab jetzt keinen Bock, irgendwie jetzt zu verrecken, ey. So. Weiter geht's. Gefährliche Gegend. Ich dachte, wir wären schon da, Mensch. Dass die irgendwo im Untergrund leben würden, dachte ich wirklich. Vorsicht! Sehr gut. Die Kralle. Oh, scheiße. Radio. Oh, scheiße. Warte, Bleirohr, wie viel Muni habe ich? Steht nicht dran, das ist schlecht. Ein gutes Team. Wir sind ein Team, werden alle Abenteuer bestehen. Oh, 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 oh. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Oh, oh. Oh, scheiße. Bam! Erwischt! Und der nächste! Was bist du denn für ein Vogel? Dich loote ich. Danke. So, weiter geht's. Was sind wir überhaupt? Ja, ich hoffe, wir sind weiter. Ich hoffe, dass wir weiter sind. Mitnehmen. So. Kann alles nochmal irgendwie gebrauchen. Keine Ahnung für was. Aber hey, Hauptsache haben. Bam. Mit dir fahre ich Schlitten. Na komm bald, Ivan. Warum bleibst du stehen? Gib mir einen Moment. Ich will mich nur kurz umsehen. Bin gleich zurück. Hm. Sind das Spuren? Kommt mir bekannt vor. Obwohl... Nein. Ich muss falsch liegen. Das war's. Wir können weiter. Und? Falscher Alarm. Lass uns weitergehen. Na gut, wenn du es sagst. Sieht aber wirklich aus wie Spuren. Das Vieh gehört mir! Bam! Verdammt, Abwerber. So viel zum falschen Alarm. Überlass mir das Reden und spiel einfach mit. Klar. Ich fall vom Glauben ab. Ivan? Tengis sucht dich seit einer halben Ewigkeit. Wo warst du? Und wo ist Danilo? Er ist tot. Ein paar Wochen schon. Wochen?
Und statt zurückzukehren, gibst du dich mit diesem Fremden ab? Das war so. Danilo und ich hatten eine Karawane der Berserker ins Visier genommen. Die Beute sah vielversprechend aus. Proviant für einen Monat, Material. Ja, und dieser Typ hier. Nur wir hatten kein Glück. Sie haben sich mit Feuerbällen gewehrt und irgendwann stand alles in Flammen. Das totale Chaos konnte gerade so meine Haut retten. Danilo aber, nun ja, auch mein Begleiter hier hat es erwischt. Zurücklassen konnte ich ihn nicht. Er will in Danilos Namen unserer Sache dienen. Ach, tatsächlich? Beweise mir, dass deine Worte etwas taugen. Knie nieder und schwöre. Und jetzt schwöre bei Ravak, dass du die Wahrheit gesprochen hast. Ravak, Gott des Blutes, Gott des ewigen Stillstands, richte dein allsehendes Auge auf deinen Diener. Ich schwöre, dass sich alles wie berichtet zugetragen hat. Immerwährende Pein soll mich überkommen, wenn ich die Unwahrheit gesagt habe. Aufstehen. Ravak wird entscheiden, ob dein Schwur rein war. Jetzt erzähl mir, ob du auch den Proviant mitgenommen hast. Natürlich. Gut. Dann wird dein Freund deine Geschichte ja sicher bestätigen. Tritt beiseite. Du da, her zu mir. Ja toll, das wird bestimmt böse enden. Aber klar, reden wir mit dem Mann. Okay. Du wolltest mich sprechen? Wollte ich, und jetzt beantworte mir eines. Stimmt die Geschichte, die Ivan mir erzählt hat? Sie stimmt. Jedes einzelne Wort. So. Und der Teil, dass du dich uns anschließen willst, ist somit auch die Wahrheit. Interessant. Ravak sei dir gnädig, wenn deine Worte nur hohles Gewäsch sind. Ivan, sorg dafür, dass der Proviant in der Grotte ankommt. Los, verschwindet. Gut. Kannst ja weitergehen. Bei Ravak, das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich hatte schon geahnt, dass meine Abwesenheit Wellen schlägt, aber von solchem Ausmaß. Halb Karakis scheint mich zu suchen. Nicht gut. Und du willst trotzdem zurück? Natürlich. Ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann nicht zulassen, dass meine Familie für mich gerade stehen muss. Besser, wir halten uns ran. Die Zeit drängt. Danke nochmal, dass du mich nicht in die Pfanne gehauen hast. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hättest du nicht mitgespielt. Aber vergessen wir den Vorfall. Hoffentlich begegnet uns keine weitere Patrouille. Mir nach. Wirst du von allen Morkons so behandelt? Ach, mit den meisten Abwerbern kommt man eigentlich gut aus. Bei den Resistenten hingegen, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Nicht, dass du ein falsches Bild von uns gewinnst. Eine gewisse Strenge hat auch was für sich. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. Wenn du das sagst. Es gibt da noch etwas, wovor ich dich warnen sollte. Ja, von den Viechern hier. Oh, diese alten Viecher, die würde ich ja erledigen. Die bringen ordentlich, die haben ordentlich Stuff dabei. Hat ja der Schmied gesagt. Wo war ich gerade? Ah ja. Keine Sorge, mit den Resistenten komme ich klar. Die meine ich ausnahmsweise mal nicht. In dieser Gegend streift ein verflucht mieses Vieh herum. Hat schon so manchen verschlungen, der nicht auf den Wegen geblieben ist. Da speichere ich lieber nicht, dass ich jetzt noch verrecken. Das wollen wir natürlich nicht. Wo kommt man da hin? Wie einladend. Nicht wahr? Also, bleib mir dicht auf den Fersen. Natürlich. Warte kurz, wir werden gerade angegriffen. Au! Gut, das geht auch. So, zurück zum Thema. Jetzt aber weiter. Ja, jetzt aber weiter. Ein bisschen Spaß muss sein.
Warte, wir haben Energieriegel. Die knallen ordentlich. Hab dich. Erwischt. Live to an old teleporter. Wir haben also irgendeine wichtige Location erreicht. Ruinenfeld. Ich erledige das. Mach ruhig. Ey, aber genau hinter mir kam so ein fettes Vieh an, ne? So, Teleporter aktiviert, weiter. Ich erledige das. Deckung. Achtung. Hast du mich vorhin gewonnen-hittet? Ich hab dir eine Frage gestellt, hast du mich vorhin gewonnen-hittet? Bam, hab dich. Das ist wie immer auf mich absehen. Geh doch. Den haben wir das vielleicht gezeigt, wa? Wir sind eine gute Truppe. Einstellig Feuerkraft. Ab hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen ja keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Redest du von deinem Menschenfresser? Ja, dieses Vieh streift nur unweit von hier herum. Was für ein Ding ist das überhaupt? Ein Bergtroll, um es auf den Punkt zu bringen. Sollen wir ihn zur Strecke bringen? Bist du wahnsinnig? Das Vieh reißt uns in Stücke. Komm schon, das wäre doch ein krönender Abschluss der Reise. Nicht in 100 Jahren. Ein paar Kreischer erlegen ist eine Sache, aber ein Troll? Ohne mich. Ich hätte keine Freude daran, deine Überreste zusammenzukehren. Nur mal vorne laden, wir haben da gerade ein bisschen was verloren. Das wollen wir natürlich nicht, nein. Ab hier müssen wir... Dann lass uns weiterziehen, bevor uns der Troll bemerkt. Da bin ich aber erleichtert. Jetzt aber weiter. Es ist nicht mehr weit. Kurz vor der Grotte gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Warum? Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Ah, mich und Schwierigkeiten. Ach. Deckung. So, das waren jetzt haufenweise Schwierigkeiten. Mit Deckung ist da auch ganz gut klar. Guck mal. Was ich gerade sagen wollte. Ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Darum ist es besser, wir hängen unsere Reise nicht an die große Glocke. Solange die Resistenten mich im Visier haben, ist es... Hier ist haufenweise Loot, das muss ich alles mitnehmen, ja. Du übertreibst. Ich weiß, wie meine Leute ticken. Vertrau mir. Und du gehst auch sicher nicht mehr verloren? Natürlich. Das machst du nicht ungestraft. Bäh! Nimm das, du böses Vieh. Geht doch. Wo war ich gerade? Jetzt will ich weiterkommen. Natürlich nicht. Und jetzt hör auf, meiner Mutter Konkurrenz zu machen. Speichern, so. Ich empfehle dir übrigens, Costa einen Besuch abzustatten. Wer ist das? Unsere Kellerassel, auch Wirt genannt. Was er dir anbietet, schmeckt vielleicht nicht so gut wie das Zeug der Berserker, macht aber satt. Und man kann bei ihm ein paar Splitter verdienen. Wie genau, erklärt er dir dann schon. Bin ich auch mal gespannt. Oh Gott, die Käfer sieht schon mal nicht einladend aus. Vorsicht! Komm her. Und da die nächste Kreatur. Der haben wir es vielleicht gezeigt.
Das nächste Federvieh. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Das hoffe ich. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit. Ich vertraue dir. Wie schnell doch so eine Reise vergeht, wenn man sich in guter Gesellschaft befindet. Hoffentlich schiebt nur Dimitri Wache. Wenn Marat ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Die Kreatur hätte immer ruhig mal wegmachen können, ne? Aber eure Wachen wirklich so viel. Was ich gerade tun, sagen wollte. Wenn Marat ebenfalls auf Posten ist, führt das immer zu Problemen. Warum? Weil er zu den. Bam! Bam! Erwischt. Weil er zu den Resistenten gehört. Ja, es musst du mir auf jeden Fall erklären, was die einzelnen Dinger bedeuten. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Oh, Teleporter. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Roboter? Ja, ist ein Roboter, gut. Wir sind da. Die Grotte. Heimat der Morkons. Leider hast du kein Glück. Marat hält auf Wache. Wird er Probleme machen? Mich werden sie passieren lassen, aber dich? Die Chancen stehen 50 zu 50. Bevor ich mich verabschiede, gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht verschweigen will. Hör mir jetzt gut zu. Unter den Morkons existiert neben den Resistenten und Abwerbern noch eine andere Gruppe. Sie steht für etwas, das einem Großteil meines Volkes zuwider ist. Ich kann dir nicht mehr über ihre Ziele sagen oder wer sie sind. Nur so viel. Du wirst sie finden, wenn du für eine gerechte Sache eintrittst. Aber jetzt ist es wirklich Zeit, sich zu verabschieden. Mach's gut, mein Freund. Und wenn du mal ein paar Splitter übrig hast, komm mich ruhig besuchen. Wir sehen uns. Ich trau dem Braten nicht wirklich. Wir können mal reingehen. Ja, ich kann die Erfahrungspunkte gut gebrauchen. Noch ein Level up, dann kann ich mir so skillen, wie ich Bock habe. Da sind die Wachen. Wir speichern vorab. Und dann reden wir mit den Leuten. Außerdem suche ich ja nach jemandem, darf man auch nicht vergessen. Pass auf. Ich bin ja im Namen von Red unterwegs, ne, und suche ja jemanden. Da. Ja, der ist hier irgendwo. Okay. Ach, in die Richtung oder was? Oder ist das unterirdisch gemeint, wo der sich rumtreibt? Das kann natürlich auch sein. Warte. Dich kenne ich doch, wie soll ich suchen? Hast du mich also gefunden? Warum bist du im Vor von mir davongerannt? Na, du hast angefangen, mich auszufragen über Red. Über die Berserker. Da habe ich Panik bekommen. Ich dachte, ich wäre aufgeflogen. Es war offensichtlich, dass Red dich geschickt hatte. Und inzwischen dürfte es für dich kein Geheimnis mehr sein, dass ich ein Morkon bin. Oder eher gesagt, war. Was meinst du damit, du dachtest, du wärst ein Morkon? Ich nehme an, du hast mein Tagebuch gefunden. Hast du es gelesen? Ja, ich weiß über alles Bescheid. Dann brauche ich dir ja nicht nochmal alles zu erzählen. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Die Morkons haben mich tatsächlich vergessen. Zu den Berserkern zurück kann ich nicht mehr. Und die Morkons erinnern sich nicht an mich. Sie lassen mich nicht einmal hinein. Sagen, sie wüssten nicht, wer ich bin. Ich habe seit Jahren keine Rituale mehr für Ravak abgehalten. Ich sehe aus wie ein Berserker. Rede wie ein Berserker. Hatte eine gute Arbeit und wurde respektiert. Und jetzt sitze ich hier, heimatlos. Kannst du nirgendwo anders hin? Ich dachte, ich versuche mein Glück bei den Outlaws. Ich weiß einiges über die Morkons und die Berserker. Vielleicht kann ich mir mit diesen Informationen ihr Vertrauen erkaufen. Bei den Klerikern kann ich das wohl vergessen. Die lassen sich auf solche Deals eher nicht ein, denke ich. Und bevor ich zu den Alps gehe, werde ich lieber zum Einsiedler. Ja, wie wär's, wenn ich den rekrutieren würde, den Kerl? Der scheint ziemlich krass zu sein.
Gibt es keine Möglichkeit, wieder bei den Morkons aufgenommen zu werden? Keine Chance. Ich habe alles versucht. Alle, die ich bei ihnen kannte, sind tot. Ich wollte mich sogar gefangen nehmen lassen. Nicht mal das wollten sie. Weil ich ein Spion der Berserker sein könnte. Zarina persönlich hat mir anscheinend den Zutritt verboten. Ich hätte Glück, dass sie mich nicht sofort hinrichten, sagten sie. Nein, ich muss mir was anderes überlegen. Hast du eine Idee, was ich jetzt machen könnte? Ich werde bei Red ein gutes Wort für dich einlegen. Das würdest du für mich tun? Dir ist schon bewusst, dass Red uns beide hinrichten lassen könnte, wenn du mich zurückholst. Ich halte das für keine gute Idee. Ich will weder dein noch mein Leben riskieren. Deine Hilfe ehrt dich, aber die Berserker sind leider keine Option mehr für mich. Nicht nachdem ich abgehauen bin. Du solltest dich im Fort nicht mehr blicken lassen. Ich hatte auch nicht vor, zurückzugehen. Hast du einen Vorschlag, wo ich hingehen sollte? Was hältst du von den Alps? Zu den Alps? Ich? Auf keinen Fall. Da lasse ich mich lieber von den Morkons hinrichten. Hast du eine andere Idee? Oh, er soll es mal probieren. Ich denke, die Kleriker würden dich aufnehmen. Die Kleriker? Wirklich? Sind das nicht auch so religiöse Fanatiker? Ich weiß nicht, ob ich wieder in sowas hinein möchte. Sie sind nicht mehr so wie früher. Ich meine, alles, was ich über die weiß, kenne ich nur aus Gerüchten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals einem begegnet bin. Aber gut, ich vertraue mal auf dein Wort. Du hast immerhin nur deinen Job gemacht. Ich habe mich ja selbst in diese ganze Scheiße reinmanövriert. Ich komme da auch wieder raus. Ach, eins noch, bevor ich aufbreche. Wie du vielleicht weißt, war ich mal der Ausbilder der Stadtwache. Ich könnte dir bestimmt das eine oder andere beibringen. Wenn du also was von mir lernen willst, findest du mich bei den Klerikern. So, jetzt gehe ich aber lieber mal los. Wir sehen uns. Warte mal, vielleicht können wir jetzt was beibringen, warte mal. Was? Was kannst du mir denn beibringen? Brauche ich erstmal. Ich muss erst ein bisschen Stärke erhöhen. Oh. Handgranate, erhöht den Schaden. Sechster Sinn, du kannst Gefahr spüren und wirst selten überrascht. Ach, Feinde werden direkt auf den Radar angezeigt. Ah. Boah, allerdings Gerissenheit 60 Punkte. Das sollte ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Erstmal extra Lebensenergie steht auch dran. Naja. Gut, wir werden uns noch was überlegen. Aber wir sagen erstmal Red, dass der Mann weg vom Fenster ist. So, Fähigkeiten, die hast du nochmal. Hier, das wollte ich ja mitnehmen. Intelligenz auf 50. So. Intelligenz auf 50, das bedeutet, wir können von den anderen Typen das dann holen. Das ist gut. Übernehmen. Genau.
So, zurück ins Fort teleportieren. So. Bunker des Dukes. Das ist immer richtig, genau. Ist immer noch als Duke dargestellt, obwohl Red am Drücker ist. Ach, egal. Wir gehen erstmal hier zum Mann, bevor wir es vergessen sollten. Was ist hier denn Lehrer für Intelligenz? Ey, du da. Lehrer. Ich will von dir lernen. Was kann ich dir beibringen? Genau das Ding, das wollte ich haben. Kostet mich 500 Tacken, egal. Gib her. Mal durchlesen. Mach mehr aus deiner Erfahrung und erhalte zusätzliche Attributspunkte für jeden Stufenaufstieg. Das ist gut, ja. Nehmer. Doch, doch. Das ist gut. Gerissenheit brauche ich auf jeden Fall noch. Auch wegen Schisserknacken, deswegen. Gut. Da hätten wir das schon mal abgehakt. Intelligenz ist ja nie verkehrt. Wenn wir ein bisschen smarter sind, können wir ja besser mit den Leuten verhandeln. So, wir gehen zu Red und sagen ihnen, dass der andere Mann jetzt halt weg vom Fenster ist. Mal gucken, ob er uns das glaubt. Red, der ist ja. Ich habe einer gefunden. Und? Was hast du mit ihm gemacht? Er wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Da bin ich mir sicher. Aber das war nicht meine Frage. Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn getötet. Mein persönlicher Todesengel. Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen. Ich danke dir für deine Dienste. Wenn ich mal wieder deine Hilfe brauche, lasse ich nach dir rufen. Das ist alles? Was erwartest du denn noch? Splitter hast du bereits bekommen. Dass du das für mich getan hast, war doch wohl selbstverständlich, nach dem, was ich dir bezahlt habe, oder nicht? Du sagtest, du legst noch was obendrauf, wenn ich dir Ergebnisse liefere. Wirklich? Habe ich das? Na, wenn du darauf bestehst. Das ist alles? Werd mal nicht frech. Du hast bereits mein Startgeld bekommen. Gib dich damit zufrieden. Wie dem auch sei, es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Nicht schlecht. Ja, er hätte noch ein bisschen mehr drauflegen können, der alte Red. Der alte Knauser. So, wir uns Essensration. Wir können uns hier noch Essen holen. Einmal pro Tag. Bei der Suppenküche. Die war relativ am Anfang gewesen hier. Zack, Teleport am Anfang. Genau. Jetzt gehen wir rein, das ist ja gleich um die Ecke. Warte, warte, warte. Essen, 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 essen. Oh, was liegt denn hier? Oh, da liegt Seife. Das klingt für mich nach Schwachsinn. Nicht mein Problem. Gib mir was zu essen. Klar, hier, nimm. Danke. Skinny-Spezialeintopf, dazu sage ich niemals nein. Da hinten gibt's noch Zeug, wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Schalott Balatillon. Der hat hier mit seiner Flinte hier geschossen, ne? Und Schrott. Das weiß ich, mit einer Schrottflinte hat hier jemand rumgeballert. Oh, Alter. Mein Genick ist immer total steif. So, wo haben wir stehen geblieben? Ja, wir können eigentlich mal zurück zu den Morcons gehen. Wir gucken hinten. Ne, ich sehe ein Schwert.
Na, kann ich hier durch die Wand durchgreifen? Nee, oder? Hier wird nicht rumgeschlichen. Wer beschwert denn sich hier? Nee, Bescheid, dass der jetzt hier sein Zeug leergeräumt hat. Jetzt gibt's nicht mehr zu looten. Gebratenes Rattenfleisch. Knoblauch. Ja gut, ein bisschen was liegt hier noch rum. Wenn der Mann weg ist, können wir hier pennen. Das ist gut. So, was haben wir noch? Das zählt wiederum unter Stehlen. Das mögen die nicht. Hat doch nicht alles mitgenommen. Gut, ja, wir gehen jetzt erstmal zu den Morkons. Würde mich ja mal interessieren. Würde mich jetzt wirklich brennend mal interessieren. Grotte. Doch, wir können ja mal da reingehen. Und wir erkunden erstmal die Welt. Das sind so als Locations, wo ich gerne überall hingehen wollen würde. Das sieht ja sehr interessant aus. Das da. Stadt mit Wasser. Wasserstadt. Da war ich noch nicht gewesen. Können wir auch mal einen Besuch abstatten. Wir gehen erstmal hier zur Grotte. Jo. Wir haben das Gebiet nur freigeschaltet. Wir gehen erstmal. So. Ich würde mir das doch zu gerne mal ansehen wollen. Das mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Das sieht echt nicht einladend aus, ne? Ey, ich sollte vielleicht wirklich gehen. Ich will ja auch nicht beitreten. Ich will einfach nur... Was will ich denn eigentlich? Ich habe schon den Spitzel hab ich schon gefunden und zu den Klerikern geschickt. Puh, egal, ich gucke mal, was hier so Schönes gibt, ne? Ich gucke einfach mal. Halt! Du stehst vor der heiligen Grotte Rabax, Gott des Stillstands. Was ist dein Begehr? Ich möchte rein. Einem Fremden Einlass gewähren, dass ich nicht lache. Du sollst beraten, sonst nichts. Du bist fremd. Warum sollte ich dich passieren lassen? Bist du dir überhaupt im Klaren, was dich hier erwartet? Vergnügen und Zeitvertreib liegen uns fern. Arbeit bestimmt unser Leben. Arbeit und Schmerz. Nee, dann gehe ich lieber. Von welcher Arbeit reden wir hier? Jedwede, die anfällt. Ich scheue keine Arbeit. Deine Worte gelten nichts, bis du sie bewiesen hast. Sei dir bewusst, dass du die Grotte nicht mehr verlassen wirst, wenn uns nicht gefällt, was du tust. Ich werde vorsichtig sein. Gut, du kannst passieren. Du willst den doch nicht etwa durchlassen? Ob er hinein darf oder nicht, hast du nicht zu entscheiden. Dann bring ihn zu Khan. Soll er sein Schicksal bestimmen. Ganz wie du willst. Du wirst bei mir bleiben, dass das klar ist. Mir nach. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich wirklich wieder gehen. Ich denke, Marat kann uns jetzt nicht mehr hören. Ich bin diese Streitereien satt. Ich weiß, ich habe Marat gesagt, ich würde dich direkt zu Khan bringen, um sein Urteil abzuholen. Aber scheiß auf Marat. Ich bin übrigens Dimitri. Wenn du wirklich bleiben willst, solltest du ein paar Dinge über uns wissen. Worum geht es? Ich halte es für eine Scheißidee, dich hier unbeaufsichtigt herumlaufen zu lassen. Jemand sollte dir unsere Regeln und Bräuche erklären, sonst handelst du dir nur Ärger ein. Am besten mache ich das, während ich dich ein bisschen herumführe. Khan kann noch warten. Komm mit. Eine Ebene unter uns ist Ravaks Dom und die Blutzisterne. Nur die Höhergestellten dürfen dort Ravak und seinem ewigen Stillstand huldigen. Du solltest am besten gar nicht erst versuchen, zum Dom vorzudringen. Wenn du dorthin möchtest, wirst du dich uns anschließen oder bei Khan mächtig Eindruck hinterlassen müssen. Jetzt weiter, es gibt noch viel zu sehen. Gleich beginnt der Kriegsbezirk.
Die haben... Hey du, warum rennst du hier herum? Was ist deine Aufgabe? Ich werde hier nur rumgeführt. Ich habe einen wichtigen Auftrag von ganz oben. So, so. Verarschen kann ich mich selbst. Du kommst doch von draußen. Das riecht man schon 3 Abwasserkanäle weit. Erzähl, wie ist die Lage vor den Toren der Grotte? Magalan wird von einem fremden, hochentwickelten Volk angegriffen. Ja, wir haben die dunklen Türme gesehen, die auf einmal erschienen sind. Wir werden uns darum kümmern, sobald die Zeit gekommen ist. Lassen wir die Posten. Du bist Jax, nicht wahr? Du bist der Außenseiter. Dieser ehemalige Alp-Commander, der den Krieg der freien Menschen gegen die Alps beendete. Die Bestie von Xakor. Ich habe von dir gehört. Wenn du das weißt, warum duldest du dann meine Anwesenheit hier? Du bist nicht mehr der starke Anführer der freien Menschen wie früher. Dein Wort hat wenig Gewicht in diesen Tagen. Aber vielleicht wirst du uns noch einmal auf andere Art nützlich sein. Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich jedes gute Werkzeug sofort vernichtet hätte. Ich glaube, du hast noch immenses Zerstörungspotenzial. Es muss nur freigesetzt werden. Sehen wir uns erst einmal an, wozu du wirklich imstande sein wirst. Wusstest du, dass einige Morkons am Weltenherz im Westen Berserker abgeschlachtet und geplündert haben? Ach ja? Du redest doch sicher von Dragan und seiner Bande. Vergiss ihn. Er ist ein Ungläubiger und hat immer nur seinen Profit im Sinn. Genauso wie seine Gruppe von Speichelleckern, die er um sich schart. Irgendwann gerät er einmal an den Falschen. Das würde hier niemanden verwundern, noch wirklich interessieren. Wenn du schlau bist, wofür ich dich halte, dann machst du das genauso. Ich weiß, wen du meinst. Der stellt kein Problem mehr dar. Aus der Stille sind wir entsprungen und zu Stille sollen wir wieder werden. Ja, ich muss mal wieder, ne? Ich wollte eigentlich rumgeführt werden. Ja, gell, wie gesprochen. Wir haben hier Abwerber, unsere Käfige, in denen wir neue Mitglieder in unsere Gesellschaft eingliedern. Wenn du nicht freiwillig zu uns gekommen wärst, hätten wir zwei uns vermutlich dort kennengelernt. Neben den Käfigen gibt es ja auch noch unsere Arena. Aber die kannst du dir später ansehen. Manche der Wachen sehen es nicht gerne, wenn du einfach in die verschiedenen Bezirke spazierst. Also verhalte dich angemessen. Hättet ihr mich eingesperrt, wenn ich nicht freiwillig hier gewesen wäre? Das kommt ganz drauf an, ob du einem unserer Abwerber in die Finger geraten wärst oder nicht. Aber ja, das hätte passieren können. Ich habe früher selbst bei den Käfigen gearbeitet. Komm, ich zeig dir mal meine alte Arbeitsstelle. Als Nicht-Morkon muss dir das ungewöhnlich vorkommen. Kann man so sagen. Wenn eine Arbeitskraft fehlt, ist der Stillstand gefährdet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir eine neue bekommen. Wir erschaffen sozusagen neue Morkons und bringen ihnen alles über unsere Art zu leben bei. Wir holen sie aus ihrem erbärmlichen Dasein und integrieren sie in unsere Gesellschaft. Auf dass sie unsere Werte annehmen und als echte Morkons wiedergeboren werden. Aber ich rede zu viel. Was soll das heißen? Es gibt nichts. Ich kann's nicht ändern. Du weißt besser als jeder andere, dass Gosta nichts zu verschenken hat. Deswegen habe ich ja auch dich geschickt. Er macht keine Ausnahmen, auch bei mir nicht. Ob die Gefangenen tot oder lebendig sind, ist ihm egal. Und ehrlich gesagt, hat er recht. Was kümmert dich ihr Schicksal? Hast du vergessen, was auf dem Spiel steht?
Warum versuchst du es nicht beim Versorger? Das habe ich. Gleiches Ergebnis. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Und weiter geht's. In den Käfigen leben entführte Menschen. Natürlich. Wo sollen sie auch sonst leben? Viele, die hier ankommen, begreifen nicht, dass wir nur versuchen, sie zu retten. Aber irgendwann verstehen sie es alle. Unser System funktioniert. Es hat Regeln. Der Stillstand sorgt seit über 100 Jahren dafür, dass wir überleben. Wir haben den Einschlag überlebt, wir haben Generationen der Isolation und der Aufstände überlebt und wir werden auch die Bedrohung dieser komischen Türme überleben. Der Weg der Morkons ist der einzig richtige. Lass uns weitergehen. Alles klar. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr und des Trinkens. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Ja, aber siehst doch, dass so Sachen wie Spaß und so hier nicht geduldet werden. Ja, okay, aber wie ich sehe, sie halten sich nicht so richtig an ihre eigenen Regeln. Finde ich gut. Soll mich jetzt nicht stören. Weil hier finde ich doch nie wieder raus. Das ist ein reines Labyrinth hier. Da oben liegt Schrott, den hole ich mir später ab. Neben dem Wohnbezirk findest du ja auch noch den Bezirk der Rüstmeister und Händler. Wer weiß, wie Khan auf dich reagiert. Ist vielleicht klug, wenn du die Gelegenheit nutzt und noch ein paar Dinge einkaufst, bevor du nicht mehr dazu kommst. Deshalb schlage ich vor, du sprichst mal mit Tengis. Vielleicht erlaubt er es dir, hier zu handeln. Dann war dein Weg wenigstens nicht umsonst. Hier unten wohnt ihr? Man gewöhnt sich dran. Ich finde es gemütlich. Den hinteren Bereich solltest du allerdings meiden. Da ist Einsturzgefahr. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Kneipe habt. Wenn du den Keller meinst, dann sag das besser nicht so laut. Nicht, dass die Resistenten noch auf die Idee kommen, den Laden dicht zu machen. Aber falls es dich interessiert, kann Gosta dir mehr über ihn erzählen. Er schenkt dort das gute Zeug aus. Wo genau stehen eure Rüstmeister? Bist du blind? Gleich hier drüben, komm mit. Klar. Sprich am besten mit Tengis. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, wer hier handeln darf und wer nicht. Da ist diese. Eine Ration. Pro Mann, pro Tag. Meister Tengis, wir werden mehr als eine. Willst du lieber nichts zu essen haben, hm? Wäre dir das lieber? Verzeiht, Meister. Ich... Hinterfrage meine Entscheidung nie wieder. Ja, gelobt sei Ravak. Gelobt sei der Stillstand. Ja, los, ab mit dir. Das ist also der, den man ansprechen muss, wenn man handeln möchte. Okay, gut. Dann gehen wir hin und sagen, hallo, wir hauchen es ihn richtig schön ins Gesicht. Hallo. Leben in Stillstand, Fremder. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du? Mein Einverständnis? Wofür brauche ich das? Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Vielleicht gibt es etwas, das ich für dich tun kann. Du für mich? Ich bin der Herr des Stahls. Was ich nicht habe, lasse ich anfertigen. Und was ich verliere, lasse ich finden. Schon verstanden, du brauchst nichts. Dann gehe ich wohl besser. Warte. Verstehst du dich auf das Kriegshandwerk? Natürlich. Das dachte ich mir.
Und jetzt hör zu. Solange nicht entschieden wurde, dass du dich hier aufhalten darfst, werde ich dir weder mehr von meiner Zeit widmen, noch den Handel gestatten. Ändern sich die Umstände, sehen wir weiter. Geh nun. Ja, toll, so schwammig, Dalton. Ich kann gerade nicht. Ja, natürlich. Ich brauche erst die Erlaubnis. Ravak mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Ja. Ja. Und deine Erlaubnis? Nein. Also... Nicht vorhanden. War zu erwarten. Komm erst wieder, wenn Tengis sie dir erteilt hat. Warte, war das nicht gerade hier Lara Loft, hier die Synchronsprecherin von Sombra? Das klingt gerade ein bisschen danach. Aber die sieht heiß aus. Oh. So, waren wir stehen geblieben. Ja, wir haben nicht die Erlaubnis zu handeln. Das ist schlecht gelaufen. Dimitri. Und? Wie lief es bei Tengis? Hast du eine Handelserlaubnis bekommen? Nein. Nein, noch nicht. War ja klar. Wenn bei Khan alles gut läuft, hast du später noch genug Zeit, ihn zu überreden. Lass uns weitergehen. Keine Sorge, ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Das lässt sich einrichten. Warum ist denn der Typ so lahm? Ich bin irgendwie gefühlt schneller, wenn ich hier ganz normal laufe. Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravaks gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravaks, die sich sogar das Leben nahmen, im Zeichen des Stillstandes. Der Tod, als reinste Form des Stillstandes. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkon wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch. Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Ja, ist gut drauf. Ja, dann komme ich halt morgen wieder. Oder ich gehe im Keller saufen, was auch immer. Ich werde schon irgendwie eine Beschäftigung finden. Oder ich mache Taschendiebstahl und plündere Leuten Elixite aus der Tasche. Keine Ahnung, was auch immer. Die Weiber sehen ja ziemlich heiß aus. Eieiei.
Und ich sehe aus wie jemand, der gerade Urlaub macht in einem BDSM-Studio. Jetzt wäre sieht alles aus wie ein BDSM-Studio und die. Außer die roten Lichter, die fehlen ein bisschen. Und Hallöchen, meine Dame. Ja, noch ein bisschen weiter beugen. Die sieht ja mega heiß aus. Okay, meine Lieben. Wir werden mit diesen Sahneschnittchen im nächsten Part reden. Bisher würde ich sagen, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Wir sehen uns eh.